Ja, willkommen zu einer neuen Folge Simpsons Hit and Run. Und jetzt gerade sehen wir Lisa direkt vor dem Comicbuchladen. Mal schauen, was es da für Ich uns sollte gibt. dich mit meinen braunen Flaschen bombardieren. Fass das nicht an! Das ist ein Ticket für die unveröffentlichte Itchy und Scratchy Episode. Das tausche ich nur gegen einen kompletten Sammelsatz. Ich wiederhole, komplett! So. Coole Lisa, Florida, Hockey. Ja, gut. Brauchen wir jetzt nicht. Ich muss meinen dämlichen Bruder finden. Hast du ihn gesehen? Ich kann jetzt nicht reden. Ich muss mir die letzte Kopie des neuen Itchy und Scratchy Abenteuer-Comics besorgen, in dem es den kontroversen Kuss zwischen den beiden gibt. Hilf mir und ich werde dir behilflich sein. Okay, das machen wir doch mal. Das hättest du auch vermeiden können. Ich hab mein Squishy verschüttet. Beweg dich. Volle Impulskraft. Ich liebe es, in Führung zu liegen. So. Ich werde das nicht mal eines Kommentars würdigen. Hoffentlich wird das Bad angehängt. Ich beschuldige niemanden. Dir ist schon klar, dass wir keine Schutzschilde haben. Ich hab die Schnauze voll von dir. Ich rufe meine Mutter an. Kannst du mir jetzt sagen, ob du den stachelköpfigen Dummkopf gesehen hast? Ruhe, ich muss dieses Comic in eine Müllertasche packen, bevor es zu einem fast Neuzustand verkommt. Das ist die schlimmste Stadt von Amerika. Scheiße. Die schwirren ja überall herum. Entschuldigung. Mein Wagen ist eigentlich noch fast wie neu. Ups, da haben wir doch gerade den Seltenheitswert erhöht. Monde des Zantor. Oh oh, da brauche ich wohl Hilfe. Ah, scheiße. Jetzt aber ran. Und Mist. Aber jetzt noch wollen geschafft. Wir diesen Tintenschatz in sein Müller-Heiligtum versenken. Und was ist mit Bart? Ich hab dich gefragt, ob du ihn gesehen hast. Ich glaube, ich hab ihn in der neuesten Spielhölle gesehen. Ach, Videospiele, so eine Geldverschwendung. Oh, jetzt muss ich aber schnell online gehen, um $1000 für Itchy und Scratchy Maiskolbenhalter zu bieten. Gut, das wäre erledigt. So. Jetzt geht die Post ab. Mal kurz ran. Und auf zum nächsten Ziel. Ah, da ist ja noch ein Automat. Sehr schön. Milhouse, war Bart hier? Ich habe ihn nicht gesehen. Hey, darf ich dich auf ein Joghurt-Eis einladen? Du darfst dir auch Streusel und Schokoladensoße draufpacken. Bart ist verschwunden. Du musst mir helfen, ihn zu finden. Möglicherweise ist er bei Wall-E Weasels. Er liebt den Geruch des Ballkäfigs. Dass dem kein weiterer Kommentar gewürdigt wird, dass Lisa ihn gerade abserviert hat, aber okay. Jetzt ist die Zeit zum Handeln gekommen. Los, Tempo, Tempo! Los, Tempo, Tempo! Da werde ich oft babysitten müssen, um das zu bezahlen. Milhouse, was machst du denn hier? Lisa, was für ein Zufall! Hey, hast du ein neues Kleid? Nein, ich trage dieses Kleid seit Jahren. Also, wo ist Bart? Ich glaube, er ist im Planet Hype.
Jetzt kann die Straße was erleben. Das nennt man Vorwärtsbewegung. Na. Bette Mühlhaus weiß gar nicht, wo Bart ist. Nur so eine Vermutung. Oh. Ups. Hey! Da wären wir. Locker in Sicherheit. Oh. Oh, hi Lisa. Schön, dich hier zu treffen. Hör auf, mir zu folgen. Ich hab gehört, Bart sei draußen beim Springfield Orchard. Teilst du mit mir ein Kaugummi? Trottel! Ich habe Angst und habe die Orientierung verloren. Vorsicht! Vorsicht! Vorsicht, mein Lieber! Vorsicht, ich habe schlechte Reflexe! Das ist die schlimmste Stadt von Amerika! Ein trauriger Tag für Statisten. Tempo, Hypergeschwindigkeit! So. Und wer hätte es gedacht? Milhouse ist da. Hi Lisa! Du meine Güte, hast du heute eine schicke Frisur? Milhouse, hast du Bart gesehen oder nicht? Lisa, hast du schon einen Partner für den Erntedankfest-Tanz? Das ist kein guter Zeitpunkt. Es ist nie der richtige Zeitpunkt. Bart hat immer beim Quickie-Mart rumgehangen. Vielleicht hat Apu ihn gesehen. Hurra, ich hab gewonnen, gewonnen, gewonnen! Der arme Milhaus. Da hätten wir auch einen kleinen Fehler, weil gerade wurde noch vom Quickie-Markt gesprochen, jetzt sind wir aber auf dem Weg zum Krusty Burger. Komisch. Ach, es ist furchtbar. Ein sehr böser Mensch versorgt alle Krusty Burger mit überfahrenen Tieren. Dadurch sind die billiger als meine Quickie-Würste. Hoffentlich wird mein Laden nicht mehr als viermal ausgeraubt, während ich hier herumfahre. Lisa Simpson zu Diensten. Okay, dann mal los. Klitus verursacht Schmerzen. Friss mein Pickup, du Stadtbewohner. 300 Pferde voller Stärke. Jaha! Das ist nicht gut für meine Versicherung. Jetzt geht die Post ab. So. Weit geschafft.
Noch 5. Das wird eng. Klitschu verursacht Schmerzen. Was hast du dir nur dabei gedacht? Bei Vishnu? Bei? Friss mein Pickup, du Stadtbewohner. Haha, Aufräumarbeiten in Reihe 1. Jawohl. Das war unheimlich cool. Aber Bart ist immer noch verschollen und ich bin kein Stück weitergekommen, ihn zu finden. Vielleicht solltest du Professor Frink im Observatorium konsultieren. Der scheint alles zu wissen. Nur nicht, warum ich hier in dieser vermaledeiten Stadt gelandet bin. Oh, das wird eng. Komm schon. Geschafft. Yes, Leute. So. Professor Frink! Professor Frink! Mein Bruder Bart ist verschwunden. Haben Sie ihn gesehen? Lass mich überlegen. Bart hat mir geholfen, ein Monster zu bauen, dann ist er in einem grellen Licht verschwunden. Oh, es ist verrückt. Ich muss mit jemandem reden, der gebildet und weise ist. Das ist so einfach wie Pi 3,1415. Gebildet und weise. Und wir fragen Grandpa. Also, naja. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen, ne? Grandpa, kannst du mir helfen, Bart zu finden? Er ist verschwunden. Vielleicht bin ich nur ein seniler alter Mann. Aber Barts lustige rote Mütze ist aus dem schwarzen Wagen gefallen. Wow, Grandpa. Danke für den Tipp. Damit hast du bewiesen, dass Senioren doch noch wertvolle Mitglieder der Gesellschaft sind. Ich glaube, meine Milchzähne wachsen nach. Darum musste ich die Krankenschwester beißen. Ich werde ein größeres Fahrzeug brauchen, um diesen Wagen aus dem Verkehr zu ziehen. Zum Beispiel den Schulbus. Gut, dann werden wir jetzt den Schulbus kaufen. Haben wir alles noch nicht frei? Okay. Wo noch was? Stellt sich natürlich die Frage, wo ist Otto? Schauen wir mal in der Stadt nach. Ob ich dafür wohl extra Punkte bekomme? Wagen repariert, das ist schon mal gut. Sammeln wir auch mal schnell ein. So, zack. Nur ein paar mehr. Hey, hättest du lieber eine Zeitung mitten im Gesicht? Vorwärtsbewegung!
hast du dir dabei gedacht? Jetzt aber ran! Der kleine Ralph? Wie sieht man aus? Los jetzt! Weg den Notruf! Bin ich endlich alt genug, um Kaffee zu trinken? Oh Gott, wo ist denn Otto hin? Ja, natürlich sitzt er im Camp. Natürlich. Holen wir uns noch hier kurz. Hab solchen Hunger, brauche staatlich verordnetes Frühstück. So. Otto, ich weiß, ich bin noch etwas zu jung, um dich darum zu bitten. Hey, ich habe keine Drogenplätzchen mehr übrig, klar? Die habe ich alle selbst gegessen. Aber hast du was dagegen, wenn ich mir deinen Schulbus ausleihe? Oh ja, na klar, cool. Mach mir einen guten Preis und er gehört dir. Offenbar. Easy. Und auf in die nächste Operation. Okay, das war easy. Vorsicht, mein Lieber! Jetzt geht die Post ab! Natürlich kamen wir jetzt nicht dadurch. Zack. Hilfe! Oh, meine Frisur! Alles für Lisa. Du solltest dich lieber verdrücken. Oh nein, um Himmels Willen! Gesetzesbrecher! Hoffentlich kann ich das ausbeulen. Los, Tempo, Tempo! Los! Na komm, fuck. Gott sei Dank, das Sitzgurte. Das
ist die schlimmste Stadt von Amerika. Hey! Ach, verflucht! Pass auf! Der war sehr gut. Ah, verdammt. Oh, meine Frisur! Achtung! Bösewicht im Anflug! Verdammt! Wer sind diese Leute? Ich hoffe, die sind wiederverwendbar. Hoffentlich kann man das recyceln. Das gibt eine Klage. Das ist ein unheimlicher Ort. Vorsicht! Vorsicht, mein Lieber! Aua! Der ist leer! Was ist in dieser Stadt eigentlich los? Das ist so einfach wie Pi 3,1415. Gut, den hätten wir auch geschafft. Entschuldigung, Chief Wickham, können Sie mir helfen? Ich muss meinen Bruder finden. Entschuldige, mein Kleines. Ich bin damit beschäftigt, Beweise gegen Chilbert zu sammeln. Wir werden ihn als Wiederholungstäter einbuchten. Wie viele Verbrechen hat er denn schon begangen? Bisher noch keine, aber nur, weil ich ein sehr schlechter Polizist bin. Also, wenn wir verdeckt ermitteln wollen, dann brauchst du eine gute Verkleidung. Sie meinen zum Beispiel eine Augenklappe? Hey, das wäre super. Wenn wir uns so eine Verkleidung leisten könnten, dann würde ich nicht mein Gehalt als Kartoffelchips-Gutscheine ausgezahlt bekommen. Was für Verkleidungen habt ihr denn? Hier ist eins von Ralphs alten Halloween-Kostümen. Na gut, warte hier. Ich zieh mich schnell um. Ich habe Angst und habe die Orientierung verloren. So. Heißt jetzt kurz Klamotten kaufen. Oh nein! Auto wechseln und dann geht's weiter. Diese wunderbare frische Luft. So, das wäre auch geschafft. Mal zur Telefonzelle. Vielleicht hilft mir Sojapop wieder auf die Beine. Kannst du mich hier abholen? Straße! Verzieh dich auf den Bürgersteig!
Gemeinsam schaffen wir das. Erstes Vergehen, nachgemachte Designer-Jeans. Das widerlichste aller Verbrechen. Das ist ein Verkehrsrechtsvergehen. It's Wiggum Time. Zweites Vergehen, einen älteren Menschen überfahren. Ohne Führerschein. Tempo, Hypergeschwindigkeit. Jemand soll die Polizei rufen. So, jetzt hätten wir alle drei Sachen. Ich hoffe, die sind wiederverwendbar. Hey, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Los! Für einen Bullen fahre ich ganz schön oft zu schnell. Das ist eine Schulz. Drittes Vergehen, Abfall auf die Straße werfen. Okay, wir haben alles, was wir brauchen. Und was deinen Bruder betrifft, ich habe viele mysteriöse Regierungsbeamte drüben an den Docks gesehen. Vielleicht haben die ihn auf eine nette Kreuzfahrt geschickt. Die bieten heute super Pauschalreisen an. 5 Buffets pro Boot, alles inklusive. Danke, Chief. Sie sind ein guter Polizist, trotz allem. Ach, das sagst du nur so. Stimmt. Ich bin die Königin der Eidechsen. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit. Sofort! Verdammt, was hast du dir dabei gedacht? Können wir jetzt Bart finden? Wer weiß? Das ist die schlimmste Stadt von Amerika! Chief Wiggum hat gesagt, dass hier irgendwas Merkwürdiges vor sich geht. Hast du irgendwas Absonderliches bemerkt? Schwarze Limousinen, Typen mit dunklen Brillen? Ja, vielleicht habe ich etwas gesehen, vielleicht auch nicht. Tu mir einen Gefallen, das wird vielleicht meine Erinnerung auffrischen. Was für eine Gefälligkeit? Ich habe hier eine Ladung lebender Makrelen. Kannst du die Fische zu den feinsten Fischrestaurants im Hafen navigieren? Die armen Fische. Ich meine, natürlich werde ich helfen. Hallo, Springfield! Okay, dann mal los. Für einen Fisch habe ich schon mal ein glückliches Zuhause gefunden. Hab ein schönes Leben. Ich hoffe, die sind wiederverwendbar. Ich weiß nicht, ob die Fische wiederverwendbar sind. Aber okay. Vorsicht! Jetzt wirst du niemals gebraten und mit Tartarsoße serviert. Ich glaube nicht, dass die echt so gesund oder essbar sind. Bei 3 Augen. Ja, ich weiß es nicht. Da ist der nächste Fisch. An deiner Stelle würde ich aus der Bahn gehen. Das nennt man Vorwärtsbewegung. So. Oh, da geht mein College-Geld dahin. Achtung! Genieße deine Freiheit, mein kaltblütiger Freund. Vielleicht erzählt mir dieser zweitklassige Ahab jetzt, was er weiß. Jetzt aber ran! Oh,
meine Frisur! Mal schauen, was jetzt dabei rumkommt. Bin mal gespannt. Verdammt! Aua! Jetzt geht die Post ab! Los, ja. Tempo, Tempo! Mein Lieber. Meine Hosen reiben mich wund. Das ist die schlimmste Stadt von Amerika. Ein trauriger Tag für Statisten. Hey! Was für ein herrlicher Tag! So. Arr. Danke, dass du meinen Tagesfang abgeliefert hast. Jetzt kann ich dir sagen, dass ich deinen Bruder gesehen habe. Wirklich? Das ist ja toll! Er saß in der langen, schwarzen Limousine und... Ahoi, die ist vielleicht gefahren. Hallo, Springfield! Oh nein! Oh nein! Mieser Tag! Langsamer! Ach, verflucht! Nicht den Wagen! Autsch! Vorsicht! Man Vorwärtsbewegung. Jetzt aber ran. Na. Jetzt geht die Post ab. Ach du meine Güte. Gerade so. Vorsicht, mein Lieber. Oh mein Gott. Ich habe die Limousine zu Schrott gefahren und Bart umgebracht. Arr, du bist kein Mörder. Er war nicht in der Limousine. Er ist rausgesprungen und an Bord dieses Schiffes gegangen. Kannst du mich dorthin bringen? Na, ich hasse das Meer. Als Captain. Als jemand, der das Meer eigentlich lieben müsste. Aber okay. Vorsicht, ich hab schlechte Reflexe. Na? Jo. Halleluja. Nur ein paar mehr. So. Los, Tempo, Tempo! Ja, komm. Pass auf! Das ist ein unheimlicher Ort.
die schlimmste Stadt von Amerika. Da musst du schon ein bisschen mehr bringen, um mich wegzupusten. Das nennt man Vorwärtsbewegung. Endlich. Bart! Ich hab dich gefunden! Cola, Limousine. Bart, reiß dich zusammen! Ich muss ihn zu Bewusstsein bringen. Bart, wie alt bist du? Was ist dein Lieblingsschlagwort? Schnusch meinen Hintern! Es hat keinen Zweck. Sein Gehirn ist noch umnebelter als sonst. Ich kann dich nur nach Hause bringen und dir eine Windel anziehen. So, das war's mit GTA Lisa, Simpsons Hit'n Run. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao, euer Open Beta.